Die behalte ich als Vorrat. Ich dachte, dass sich unsere Wege hier kreuzen. Das ist Reserve für später. Dann habe ich Talana Khan Padish. Aloy, trotz der Nora. Die Bezwingerin des Rotschlons. Die Retterin von Meridian. Milu ist meine neue Drossel. Sie kam kurz nach der Schlacht beim Turm in die Jägerloge. Sie hat von unseren gemeinsamen Jagden gehört. Ruh dich aus. Du solltest ein paar Heilpflanzen auf die Wunde legen. Was führt dich den ganzen Weg hier raus? Sind die Maschinen im Osten zu zahm für dich? Nicht ganz. Ich suche jemanden. Einen Kaja-Jäger, etwa mein Alter. Er heißt Amadis. Er kam vor einer Weile allein hier raus und wird vermisst. Gut. Milu ist eine neue Drossel. Heißt das, dass ein Habicht jetzt mehr als eine haben kann? Die Dinge bei der Jägerloge haben sich geändert. Jetzt werden alle, die die besten Jäger werden wollen, aufgenommen. Egal von welchem Stamm. Keine Sorge. Bist noch meine Lieblingsdrossel. Du machst echt eine Menge Wirbel. Wie ich versprach, als ich Sonnenhabicht wurde. Und was Milo angeht? Sie will die Jagd lernen, um ihrem maroden Clan zu helfen. Wie könnte ich das abschlagen? Dieser Mann, den du suchst, ist er noch ein Jäger der Loge? Er würde es hassen, das zu hören. Lange Geschichte, aber er war ein Adliger. Wir trafen uns in der Wildnis. Ich war schwer verwundet. Er heilte mich. Dann half er mir, die Maschinen zu stoppen, die ein Dorf in der Nähe bedrohten. Danach, trennten wir uns. Klingt, als wäre das noch nicht alles. Ach, ein andermal. Bei unserem letzten Treffen hast du Meridian verlassen, um eine neue Maschine zu jagen. Das waren mehrere Krallenschreiter und ein Jägerkiller. Du hast gesagt, du fühlst dich rastlos. Ist es als Sonnenhabicht so langweilig? Ich hatte gerade die Stadt verlassen. Ich konnte die bürokratischen Regeln und Formalitäten einfach nicht mehr ertragen. Doch während der Zeit in der Wildnis wurde mir klar, dass die Loge mehr als eine glorifizierte Trophäenhalle sein muss. Unsere Jäger sollten die Speere sein, die die Zivilisten schützen, wie mein Vater und Bruder. Klingt nach einer Herausforderung. Die anderen in der Loge waren nicht ganz so aufgeschlossen. Manche schon. Den Rest schmeißen wir raus. Und damit fange ich an, sobald ich Amadis gefunden habe. Ich kann helfen, deinen Freund zu finden. Ich weiß, du hast deine eigenen Gründe, hier draußen zu sein. Aber ich würde mich über deine Hilfe freuen. Was hat er hier draußen gemacht? Er hat bei den roten Raubzügen jemand Geliebten verloren. Er wollte zum Schlachtfeld gehen, um ihn zur letzten Ruhe zu betten. Milo und ich waren gerade unterwegs dorthin.
Das Schlachtfeld ist in der Nähe. Ich kann mit euch kommen. Nein. Geh nach Steinhall, heile, warte dort und denk über die heutige Lektion nach. Aber... Mit Schmerzen bist du keine Hilfe. Geh. Alle Jäger müssen sich ab und zu erholen. Ja, Sonnenhabicht. Es war mir eine Ehre. Wird sie klarkommen, ganz allein? Natürlich. Sie ist meine Drossel. Komm, zum Schlachtfeld geht's hier lang. Dieses Schlachtfeld, du meintest, es war Teil der roten Raubzüge? Die Schlacht der brennenden Blüten. Amadis gehörte zur Kharja-Armee, die nach Westen vorstieß. Seine Division griff die Tenakt an. Aber sie unterschätzten die Stärke des Feindes. Es war ein Massaker. Dass du mit jemand befreundet sein würdest, der an den roten Raubzügen teilgenommen hat? Oh, keine Sorge. Er war einer von den Guten. Er wollte den Angriff stoppen, doch er kam zu spät. Seitdem ist er auf der Flucht. Und du glaubst, dass ihm hier etwas zugestoßen ist? Keine Sorge, wir werden ihn finden. Er versprach mir, eine Nachricht zu schicken. Ich habe gewartet, aber sie kam nicht. Das hier ist das Feld, wo die Tenakt die Kharja abgeschlachtet haben. Zeit und Wetter haben die meisten Kampfspuren beseitigt. Aber da sind viele Fußspuren. Noch ganz frisch. Sehen wir uns das mal an. Damit kann ich meinen Beutel auffüllen. Tiefe Fußspuren, vielleicht Ossaram. Zu viele, um zu sagen, ob Amadis bei ihnen war. Sehen wir uns um. Vielleicht hilft mein Fokus. Amadis sollte doch allein sein. Wieso waren Ossaram hier? Du hast recht. Hier sind viele Fußspuren. Das reinste Chaos. Hast du Amadis Spuren entdeckt? Ein Lagerfeuer. Sieht frisch aus. Wie auch immer hier war, blieb mindestens eine Nacht. Schwache Spuren. Nicht Ossaram, vielleicht Kharja. Hier gibt's eine Spur, der ich mit dem Fokus folgen kann. Talana, ich glaube, ich hab hier was. Spuren, die vom Schlachtfeld wegführen. Geh voraus. Jetzt bin ich auf alles vorbereitet.
Ich verstehe das nicht. Wieso ging Amadeus weiter nach Westen? Vielleicht finden wir noch was anderes. Sieht ziemlich verlassen aus. Was macht der denn hier draußen? Vielleicht hat er Amadeus gesehen. Keine Angst. Ich bin kein Karja-Hasser. Nur ein alter Plünderer, dankbar für ein bisschen Gesellschaft. Ich bin Lel. Ihr habt euch wohl verlaufen. Genau genommen suchen wir jemanden. Einen Karja-Jäger. Er müsste allein gereist sein und die Kleider waren sicher abgenutzt. Ja, der war hier. Sah sich auf dem Schlachtfeld um. Wollte wissen, was passiert ist. Zum Glück kennt der alte Lel all die Geschichten. Die Karja-Armee stürmte direkt in die wartenden Tenakt. Die meisten verbrannten. Andere brachten die Tenakt zurück nach Westen. Euer Mann wollte wissen, wohin. Ich habe ihm die Gerüchte von einem Ort namens Vollnis erzählt. Was ist das? Ein Tenakt-Kerker. Oder Karja-Friedhof. Je nachdem, wie man es sieht. Wo liegt dieser Ort? Weiter westlich, im Tenakt-Gebiet, aber das hielt ihn nicht auf. Eine Osseram-Karawane lagerte auf dem Schlachtfeld, die wollten in die gleiche Richtung. Er ging mit ihnen. Sie zogen nach Westen, zu den Bergen. Danke, Lel. Wir müssen jetzt los. Weidmanns Hall da draußen. Wir gehen nach Westen, zu den Bergen. Wenn wir die Karawane finden, finden wir vielleicht Amadeus. Los geht's. Für irgendwen ist das sicher eine Geheimzutat.
Du meintest, Amadis verlor in der Schlacht jemand Geliebten. Glaubst du, die Tenakt nahmen stattdessen diese Person gefangen? In der Fäulnis? Ich weiß nicht, vielleicht. Der Hügel da vorne. Sieht aus, als wäre da ein Tunnel. Er hat uns noch nicht gesehen. Der kann es benutzen. Wie in alten Zeiten. Ein Panzerschnupper. Er hat uns noch nicht gesehen. Wir können es benutzen. Habicht und Drossel. Wie in alten Zeiten.
Thank you.
an deiner Seite zu jagen. Na los, gehen wir in den Tunnel. Eine Sackgasse. Sieht aus wie ein Einsturz. Und was ist mit der Karawane passiert? Sehen wir uns mal um. Vielleicht hilft ein zweites Gesicht. Talana, ich glaube, ich habe hier was. Im Geröll. Was ist es? Was steht da drin? Er war Teil der Karawane, die hier durchkam. Die Notiz endet abrupt, als der Tunnel einbrach, schätze ich. Oh. Aber keine Spur von einem Kaja-Jäger. Und eine erste Karawane schaffte es vor dem Einsturz durch. Sie sind wohl zu einem Wasserloch auf der anderen Seite gereist. Er könnte es geschafft haben. Führt noch ein Weg hindurch? Ich weiß nicht. Diese Berge sind ziemlich steil. Da muss ich einen Weg finden. Danke, Aloy, dass du so weit mitgekommen bist. Doch ich habe genug deiner Zeit verbraucht. Bitte, nimm das. Möge es dir auf deiner Jagd helfen. Moment. Wie kontaktiere ich dich, wenn ich einen Weg über die Berge finde? Ich komme zu Milo nach Steinhall, sobald ich kann. Wenn du einen Weg findest, lass eine Nachricht dort. Mach ich. Viel Glück. Dir auch. Talana scheint sehr besorgt um ihren Freund zu sein. Ich wünschte, ich könnte mehr tun. Aber ich glaube, wir kommen zurzeit nicht an den Bergen vorbei. Man braucht eine Art Code, um die Tür zu öffnen. Offenbar kann ich zurzeit nichts machen. Nicht der richtige Code. Das hat nichts gebracht. Osaram-Vorräte und eine Sackgasse.
Das nehme ich mit. Helleren Tag. Möge dein Tag brüchen. Rem, geh am besten um die Felder herum. Lage ist giftig. Schlimmer. Wenn ich kein Gaia-Backup ans Laufen bekomme, wird es überall so sein. Der Landgötter der Utara. Sie verpesten die Felder. Es ist, als ob sie immer noch nach ihrer Programmierung handeln. Und sie damit alles töten. Deine Erscheinung wird sicher viel Tratsch mit sich bringen. Thank you.
draußen, Maschinenjägerin. Würdest du... Du bist mir zu aufdringlich. Nimm's nicht persönlich. Sie ist eine In Zeiten der Hungersnot sind die Kinder am wichtigsten. Die nächste Generation muss überleben. Wir haben jemanden wie dich noch nie gesehen. Wenn du vor den draußen gibt es viele gefährliche Maschinen, Ostländerin. Wir bleiben also hier, oder? Sei gegrüßt, Fremde. Mit dir kommt frischer Da sind Bahn und Sohn. Sei gewarnt, halte dich von den Ruinen im Nordwesten von Rheinklang fern. Späher sagen, dass nachts im Wald etwas leuchtet. Was immer es ist unnatürlich. Gut zu wissen. Wert sein. Ich habe noch nie solche Haare gesehen. Ungewöhnlich. Ich muss aus dem Haus wissen. Das können wir hier gut brauchen. Wir brauchen einen Ritualring. Gerüchte sind also wahr. Du musst die Soldatin sein, die Regalas Streitere siegte. Und die hier für mächtig Aufruhr gesorgt hat. Was macht eine Tenakt in Rheinklang? Vorräte aufstocken für die Reise ins Jagdgebiet. Du solltest hinkommen, nordwestlich von hier. Eine gestandene Soldatin wie du schafft die Prüfungen dort bestimmt. Schätze ich auch. Vielleicht sehen wir uns dort. Gesang mit ein. Wenn, dann komm mit mal dahin. Sie ist ziemlich unhöflich, oder? Wir sollten an den Punkt. Wir sind für dich da, was immer du brauchst. Gut, dass du kennst. Meinetwegen könnte es mehr Teiling und weniger Gesang. So spricht eine Tenakt. Absperrung hält nicht ewig. Dein Volk muss bereit sein. Fremde, vergib meinen weniger gastfreundlichen Verwandten. Wir sind deinesgleichen nicht gewohnt. Sie versuchen nichts Böses. Wo ist ich denn so im Jagdgebiet? Vielleicht weiß sie, wo die ganze Nahrung ist. Hörst du so? Sie ist eine der mutigeren Otaru, aber nicht alle begrüßen ihre Gegenwart. Ich wüsste nicht, wie eine Fremde uns Harmonie bringen könnte.
Ich bin hier, wie versprochen. Der Gesang. Heißt das, der Chor ist bereit? Er ist versammelt. Ich hätte das nicht geschafft ohne Wahl. Aber ich weiß nicht, ob das etwas bringen wird. Der Chorus singt in Dissonanzen. Das mit der Höhle ist schon schlimm genug. Landgöttin Fahr ist immer noch nicht wieder da. Und mit jedem Tag drängen mehr tödliche Maschinen ins Freie. Greifen die Verteidigung an, die wir um den Eingang herum aufgestellt haben. Aber das ist nur einer von vielen falschen Tönen. Mit deiner Nachfrage hast du viele Spaltungen im Chor selbst sichtbar gemacht. Und im Stamm. Du sagtest, du hättest den Chor nicht ohne ihn versammeln können. Was hast du getan? Einige Mitglieder des Chors haben sich geweigert, deine Bitte zu diskutieren. Sie glauben, dass die Höhle allein den Landgöttern gehört. Aber Wahl sah, dass das, was du mit Reh getan hast, zu unserem Vorteil genutzt werden könnte. Manchmal reicht es nicht, wenn man die Anführer fragt. Andere müssen für dich fragen. So viele wie möglich. Es hat sich herumgesprochen, wie du Reh beruhigt hast. Vielleicht wurde es auch ein bisschen übertrieben. Das wachsende Interesse hat den Chor unter Druck gesetzt, bis sie sich endlich getroffen haben. Bei den Stammmüttern hat das schon einige Male funktioniert. Ein oder zweimal. Sogar bei meiner eigenen Mutter. Sehr gut. Dann kümmerst du dich um die Diplomatie. Oh nein, ich bin sicher, dass wir dich dafür ab und an noch brauchen werden. Ich verstehe, dass die Höhle heilig ist, aber wieso zieht es so viel Drama nach sich, wenn ich sie betreten möchte? Das Drama gab es auch davor schon. Viele im Stamm und im Chor wollen, dass wir alles so machen, wie wir es immer gemacht haben. Was oft nichts war. Aber andere wollen Veränderung oder extreme Maßnahmen. Deine Frage hat der Debatte wieder Leben eingehaucht. Klar, Tradition. Damit hatte ich schon mal zu tun. Aber man muss mit jedem Stamm anders umgehen. Wenn du meinst. Also lässt du die Höhle verteidigen? Nur mit ein paar Holzbarrikaden. Wir haben keine Steinmetze wie die Karja oder die Osseram. Es sind unsere Bogenschützen, die die Maschinen aufhalten. Sie wehren jeden Tag neue Angriffe ab. Hoffentlich halten sie durch. Welche Maschinen kommen aus der Höhle? Ausbeuter und Jägerkiller. Zäher als alle, gegen die wir bis jetzt gekämpft haben. Bösartige. Mit einem lilafarbenen Schimmer. Kommt mir bekannt vor. Du hast schon gegen solche Maschinen gekämpft? Wenn es die sind, für die ich sie halte, dann ja. In der Höhle könnte es noch ein anderes Problem geben. Noch ein Grund, mir das jetzt anzusehen und eine Lösung zu finden. Also ist der Chor bereit. Was jetzt? Sie diskutieren über deine Bitte. Sollten wir dann nicht mit ihnen reden? Wenn du bereit bist, aber keine Angst. So schnell ist ihre Debatte nicht vorbei. Solche Versammlungen können Tage dauern. Okay. Dann sollte ich vielleicht erst meine Vorräte aufstocken. Wer weiß, wie viele Maschinen in der Höhle sind. Vorausgesetzt, dass der Chor dir Einlass gewährt. Aloy kann in solchen Situationen ziemlich überzeugend sein. Abwarten. Bereite dich vor. Wir warten oben auf dich, wo der Chor versammelt ist. Schärf wie deine Pfeile.
bist aus dem Osten, nicht? Luft trifft eine Tenne. Einen helleren Tag. Die Luft wird kühler. Die Sonne geht unter. Wir verhungern sollen. Wir sollen Rheinland einfach nicht verlassen. Nein, das kann ich nicht akzeptieren. Die Plage kommt immer näher. Das können wir nur akzeptieren. Menschen singen, um den Chor zu beruhigen und ihnen weiterzuhelfen. Wären sie im Einklang, wäre das nicht nötig. Ich muss doch nicht zurücksingen, oder? Natürlich nicht. Sie hören auf zu singen, wenn wir uns vorstellen. Bereit? Okay. Gehen wir zu ihnen. Eure heilige Höhle. Darin ist etwas, das ich brauche. Wenn ich es habe, werde ich... Und der Nora haben uns von dir und deinem Anliegen erzählt. Wir wissen nichts von einem Geist in der Höhle. Nur von Fa, unserer Landgöttin, die dort hineinging und nicht wieder zurückkam. Die Macht der Landgötter ist gebrochen. Wir sind geschwächt. Geistererzählungen helfen uns nicht. Nichts wird helfen. Wir werden schwächer. Wir sterben. Und werden fruchtbarer Boden für neues Leben. Das ist die natürliche Ordnung. Ja. Moment. Ihr wollt einfach herumsitzen? Bis ihr alle zu Wurmfutter werdet? Ernsthaft? Sagt die Fremde, die unseren Glauben nicht kennt. Bitte, vergesst nicht, wie sie Refrieden brachte. Hör ihr zu. Du hast schon mal so unbesonnen gehandelt, Zoe. Wir sollten nicht vergessen, dass du den Krieg gegen die Kaja angefacht hast. Immerhin will sie helfen. Wie? Indem sie dazu einlädt, mit unseren Traditionen zu brechen? Sollen wir uns den Wünschen jeder unverschämten Fremden anpassen, die nach Rheinklang kommt? Nein. Ihr solltet euch anpassen, weil eure eigenen Lande euch umbringen. Wir waren dabei und haben gesehen, wie die Landgötter sterben. Und das sollen wir bei unseren Nachbarn auch machen. Und unseren Kindern. Und diese eine Fremde kann uns retten. Was für ein Unsinn. Ein einziges Saatkorn ist im unendlichen Kreislauf von Wachstum und Tod bedeutungslos. Ein Alarm. Er kommt aus den Bergen. Was ist passiert? Kommt das von der Absperrung? Es ist ein Alarm! Maschinen durchbrachen die Absperrung. Dann sollten wir helfen. Was ist mit dem Chor? Wenn die Absperrung gefallen ist, hält uns nichts davon ab, in die Höhle zu gehen. Die Zeit für Erlaubnis ist vorbei. Dann mal los. Hier lang.
durch das Tor und rum. Auf den Feldern wird gekämpft. Keine normalen. Ich hab euch schon mal gesehen. Von der Absperrung kommt. Die anderen verteidigen einen Flank. Wir müssen weiter. Glaubst du wirklich, wir können noch irgendetwas ausrichten? Wenn ich recht habe. Ja. Mehr Maschinen. Diese Maschinen sind stärker, tödlicher als normal. In dieser Höhle steckt mehr als wir erwartet. Das war eine Schwachstelle. Weiter! Zeig's ihn! Hier lang, Aloy. Dieser Pfad ist der Weg zu den Landgöttern. Er führt uns zur Absperrung. Mehr Maschinen! Wir können sie erledigen, Aloy. Wir folgen dir. Überall sind Maschinen. Mehr Maschinen. Halten die anderen durch?